Es war heute ein sehr, sehr knappes Spiel. Was meinst du, woran hat es zum Schluss gelegen, dass man nicht noch einen Punkt hier behalten hat? Woran hat es gelegen? Ich glaube, insgesamt war heute unsere Offensivleistung nicht so gut. Also wir haben uns von Anfang an schwer getan, haben viele freie Chancen vergeben und in der Abwehr waren wir heute sehr gut gestanden. Lütti hat heute super gehalten, aber ja, wir haben halt 21 Gegentore kassiert, 19 nur gemacht. 19 sind einfach, um einen Punkt zu holen oder zu gewinnen, viel zu wenig. Jetzt ist klar, die Frage muss ich stellen, nächste Saison geht es dann für Erlangen rein. War heute ein anderes Gefühl zu spielen oder geht man da als Spieler ganz neutral rein? Nein, man geht da ganz neutral rein. Man will gewinnen. Vor allem das letzte Spiel vor Weihnachten wollten wir nochmal siegreich gestalten, weil wir die letzte Zeit eben irgendwie nicht so gut im Spiel sind. Keine Ahnung warum. Und ja, es wäre wichtig gewesen, dass wir das Spiel heute gewinnen. Ich glaube, wir waren heute auch alle echt gut fokussiert. Aber wie gesagt, wir haben es in der Angriffsleistung nicht ganz so hinbekommen. Und das hat uns heute so ein bisschen das Genick gebrochen. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wirklich super Paraden, die Sie da heute geleistet haben. Besonders die ersten Minuten waren schwierig für den VfL. Was haben Sie sich defensiv vorgenommen, dass es so gut geklappt hat? Ja, wir wussten, dass wir von Anfang an mitspielen müssen. Wenn wir Gummersbach hier einen Vorsprung geben und die Selbstvertrauen finden, wird es umso schwerer. Und unser Hauptaugenmerk war Julius Kühn. Wir wollten ihn ausschalten, weil er halt der wichtigste Spieler im gesamten VfL-Spiel ist. Und das ist uns teilweise gelungen, aber auch teilweise nicht. Aber Gott sei Dank haben wir gewonnen. Jetzt sind das 2 Punkte nochmal zum Jahresabschluss. Was habt ihr euch für den Rest der Saison vorgenommen, besonders fürs neue Jahr? Oh, darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht. Wir wollten hier nach Gummersbach fahren und mitspielen und gewinnen, wenn es möglich ist. Und alles Weitere werden wir erstmal nach dem Urlaub besprechen und weitersehen. Wir müssen einfach gucken, dass wir die gleiche Arbeit an den Tag legen, wie wir sie jeden Tag machen. Und dann geht es auch weiter nach vorne. Super, dann vielen lieben Dank. Und guten Rutsch. Jetzt besonders in den ersten Minuten habt ihr euch sehr, sehr schwer getan und kaum ein Tor geworfen. Woran lag es? Ja, wenn wir das wüssten, hätten wir es besser gemacht. Ich denke, ein gutes Spiel war das nicht. Ich denke, man kann sagen, die Abwehr hat ordentlich gestanden mit einer guten Torhüterleistung da hinten dran. Und es ist einfach schade, dass wir zu Hause nicht mehr als 19 Tore werfen, weil ich finde, mit so einer Abwehrleistung, die wir heute gebracht haben, müssen wir ein Heimspiel auf jeden Fall gewinnen. Und da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Das haben wir heute verkackt. Ist einfach so. Und ja, wir haben da viel aufzuarbeiten, was unsere Angriffsarbeit angeht. Und damit haben wir eine Menge zu tun in der Vorbereitung dann. Jetzt muss Pevnov mit einer roten Karte runter. Wie habt ihr taktisch umgestellt, um das zu kompensieren? Ja gut, ich habe dann am Kreis gespielt. Bin ja auch Kreisläufer. Davor hatte Kevin noch 2 Minuten, da war ich kurz auf Außen. Aber ja, ganz normal weitergespielt mit mir am Kreis. Rückraum war ganz normal. Also klar hat das wehgetan. Er ist da im Angriff und in der Abwehr eine enorme Verstärkung. Jeder in der Mannschaft kann uns helfen und das ist natürlich dann bitter, dass er da runter vom Platz muss, aber ich denke, daran hat es nicht gelegen.